Kusel ist in Bewegung. Ein Glücksgriff für die Region, denn 4 Tage lang dreht sich alles rund um die Herbstmesse. Im Festzelt die Höhepunkte des Eröffnungstages. Die Kuseline wird in ihr Amt eingeführt und repräsentiert ein Jahr lang den Landkreis. Emotionale Momente für Lena Sophie Geuer und die scheidende Anna-Maria Woll. Und Kusel feiert seine Kuseline. Jetzt haben wir das Wichtigste schon hinter uns gebracht. Du bist neue Kuseline. Warst du nervös vorher? Ja, also ich habe mir es eigentlich so nicht anmerken lassen wollen, aber das Herz schlägt dann doch ganz schön schnell. Und als dann, ja, jetzt kommt der zweite Top-Act heute Abend, ich muss jetzt auf die Bühne, dann waren die Beine doch ganz schön weich. War es deine Idee, dich zu bewerben, oder bist du von deinen Eltern hierhin, also zur Bewerbung gestoßen worden, oder wie ist es gelaufen? Ja, also ich muss dazu sagen, es war natürlich, man guckt immer so, wenn man so als kleines Mädchen schon, oh, die Kuseline in der Kutsche beim Messeumzug, und ja, man möchte dann trotzdem noch irgendwann mal die grün-weiße Schärpe tragen, und da kam das immer wieder auf den Tisch, wenn es dann zur Messezeit kam, und wo dann die Bewerbung dann dieses Jahr in der Zeitung war, dann hat die Mama jetzt gesagt, ja, Lena, lass uns deinen Traum erfüllen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie irgendwann die Bewerbung abgegeben, und dann, ja, so war es. Also die Mama war diejenige, die Bewerbung abgegeben hat, ja. Du studierst Lehramt, kriegst du das mit deinem Studium unter einen Hut? Ja, ja, also ich studiere ja in Kaiserslautern, das ist ja jetzt nur 25 Minuten von Kusel entfernt, und klar, also man muss quasi Einschränkungen ja auch mal irgendwie machen, aber ich nehme mein Studium dann trotzdem als 40-Stunden-Woche dann Job dann schon noch wahr. Aber ich komme jetzt in den Master, ist nochmal vielleicht auch ein anderes Studium, aber trotzdem freue ich mich und habe auch Zeit natürlich. Und wie viele Termine stehen schon in deinem Kalender? Also vor 2 Wochen kam die erste Einladung schon direkt, also es sind jetzt rund um die Messe so circa 10 Termine, wo jetzt anstehen, und dann geht es direkt weiter mit, ja, bei uns im Ort ist jetzt auch der europäische Bauernmarkt, da bin ich ja auch total schon eingespannt, und ja, also es ist schon ein bisschen was an Terminen, die sich ansammeln, ja. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei.